Fußball-Zweitligist SPVGG Greuther Fürth hat im fränkisch-oberpfälzischen Duell einen kühlen Kopf bewahrt und einen wichtigen Schritt in Richtung Klassenerhalt gemacht. Die Mannschaft von Trainer Stefan Leitl setzte sich am Montagabend beim formstarken Jahn Regensburg mit 2:0, 0:0 durch. Nach dem 26. Spieltag besitzen die Franken als Tabellen-13. 9 Punkte Vorsprung auf Relegationsplatz 16 und haben zudem noch das Nachholspiel gegen Dynamo Dresden, 4. April, in der Hinterhand. Es ist kein einfaches Auswärtsspiel hier in Regensburg. Wir haben es zu Beginn nicht geschafft, dem Druck aus dem Weg zu gehen. Das war in der zweiten Halbzeit deutlich besser, sagte Fürths Kapitän Caligiuri bei Sky Maskenmann. Marco Caligiuri 71. und der eine wechselte David Raum 90. 5 erzielten vor 11.330 Zuschauern das Tor der Gäste, nachdem der Regensburger Markus Paillionis 66. wegen wiederholten Foulspiels die gelb-rote Karte gesehen hatte. Regensburgs Andreas Geipel scheiterte in der Schlussphase per Handelfmeter an Fürth-Keeper Sascha Burchardt, 83. Die Gastgeber starteten schwungvoll und kamen durch Hamadi Al-Gadioui, 5. direkt gefährlich vor das Fürther Tor. Mit zunehmender Dauer verflachte die Partie, die Gäste verzeichneten durch den Distanzschuss von Fabian Ries, 37. ihre gefährlichste Aktion im ersten Abschnitt. Kurz vor der Pause hätte der Regensburger Sargis Adamin, 45. auf 1:0 stellen können. Die Franken kamen besser aus der Kabine und hätten durch Sebastian Ernst, der frei vor dem Regensburger Tor auftauchte, in Führung gehen müssen, 53. Besser machte es Teamkollege Caligiuri, der nach einem verlängerten Eckball am langen Pfosten zur Stelle war. Das Handspiel des Torschützen im eigenen 16er blieb dank Burchardt ohne Folgen.